Plenterwald ist charakterisiert durch die Einzelbaumweise Wirtschaft. Es braucht dazu Kenntnisse zum Durchmesserwachstum, zum Höhenwachstum und zum Volumenwachstum von Einzelbäumen. Aber auch die flächenbezogene Produktivität muss betrachtet werden. Das bedeutet auch die pro Hektar Leistung, zum Beispiel an Volumen. Grundsätzlich gilt, dass in der Volumenleistung keine wesentlichen Unterschiede zwischen Plenterwald und Altersklassenwald zu beobachten sind. Langfristig liegen in Schwarzwälder Plenterwäldern Volumenzuwachs und damit auch Nutzung zwischen etwa 10 und 12 Vorratsfestmetern pro Jahr und Hektar. Der Vorteil der Plenterbewirtschaftung liegt also nicht in der Höhe der Volumenleistung. Da kann man nicht viel steuern. Dafür aber bestehen gute Möglichkeiten, die Holzqualität und Sortimentsstruktur zu steuern. Beides ist eine gute Chance, die Wertleistung und den betrieblichen Erfolg zu beeinflussen. Aber wer im Plenterwald leistet eigentlich den Volumenzuwachs? Da gibt es eine einfache Regel. Im Durchschnitt werden 3/4 des Volumenzuwachses vom Starkholz geleistet, das aber selbst nur etwa 1/3 des Gesamtvorrates ausmacht. Das Mittelholz stellt etwa 50% des Volumenvorrates und leistet bei Betrachtung des Volumenzuwachses nur etwa 20%. Das Schwachholz ist, auch wenn es so wichtig ist für den Nachwuchs und die künftige Produktivität, aus dieser Perspektive weniger wichtig. Welche Folgen ergeben sich jetzt aus diesen Einsichten? Nun, bei sehr starken Eingriffen ändert sich nicht nur der Vorrat, sondern auch sehr stark der gesamte Volumenzuwachs. Und aus Versuchsflächenarbeiten wissen wir, dass bei sehr starken Eingriffen es auch etwas länger braucht, bis das vorherige Zuwachsniveau wieder erreicht wird. Das heißt, es ist gut, mäßig, aber oft einzugreifen, anstatt von selten und dafür sehr stark. Damit bleibt die Struktur im Plenterwald auch nah an ihrem Plentergleichgewicht.